Hallo Leute, willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, ich bin mal wieder da und wie man sieht, kennt ihr das nicht? Sieht schon schön aus hinten. Und beim Kompass erkennt man irgendwo da ganz, ja, ganz weit hinten ist jetzt zu viel gesagt, ist mein Haus, aber ein ganzes Stück in die Richtung. Ich bin hier, weil ich dort einen schönen Höhleneingang gefunden habe und muss es jetzt Nacht werden? Ich habe natürlich auch kein Bett mit, oder? Ich habe kein Bett mit. Ich habe Holz mit? Ich habe Holz mit. Ohne Wolle hilft mir das nichts und ich sehe keine Viecher. Naja, ich wollte sowieso unter die Erde. Und unter die Erde geht's nämlich hier. Wie es in der Höhle da unten aussieht, sieht man dann. Ja, wie man vielleicht sieht, ich habe ein bisschen Rüstung mitgenommen. Die kann ich jetzt eigentlich auch mal anziehen. Hund mit Rüstung. Fleisch, ich habe Ersatzsachen. Und mein Ziel ist es, ja, mal wieder Zeugs zu sammeln. Weil ich das schon länger nicht mehr getan habe. Und ja, solche... Muss der Be direkt so losgehen. Ja. Nahkampf. Stirb, stirb, stirb. Ich hoffe mal, dass ich das hier überlebe und ja, ich versuche einfach mal möglichst viele hier raus mitzunehmen. Ist auf jeden Fall eine große Höhle. Nach allem, was ich sehen konnte, hat ein paar Ausgänge zur Oberfläche und ja, probiere ich mein Glück einfach. Okay, ich höre schon wieder ein. Wie man vielleicht oben an der Versionsnummer sieht. Ach ja, und ja, ich werde vermutlich Brightness eben ein bisschen hochsetzen, also Helligkeit. Es ist die 1.4er Version, die ist heute erst rausgekommen. Oh shit. So, Creeper tot. Wie viel hatte ich davon? 25. Nicht zu viel. Aber ich probiere mein Glück. Da finde ich auf jeden Fall ein bisschen Kohle. Hatte der nicht Schießpulver fallen gelassen? Egal. Kurz Moment. Ich glaube, Musik ist für euch etwas zu laut. Ist immer das Problem. Bei Testvideos ist sie irgendwie nie da. Da hinter der Tür ist ein Monster. F3 ist so ein Analysemodus und man sieht auch die UIDs, also die einzigartige Erkennung jedes Monsters, jedes Tiers und ja, man sieht zumindest das irgendwo, was das. Kann ich nochmal kurz anmachen. Gibt schon länger. Ist so ein kleiner Map-Hack, aber. Ah, soll nicht weiter stören. Ich schätze mal, den Soundeffekt habt ihr gehört, ist aber egal. Ja, passenderweise eine Mail dazu, dass Scraps 3.4 rausgekommen ist, die ich gerade runtergeladen habe und mit der ich aufnehme. Yay. Gut. Will ich dann dadurch? Ja, ich kann hier mal einen Blick durchwerfen. Ich lieber da. Da sollte eigentlich dann eine Höhle hinter sein. Ach, egal. Ich habe noch so viel zu erkunden. Nein, Huhn. Wie hast du dich denn hier rein verirrt? Wupp. So, ich habe ein paar mehr Frames. Gut, wonach suche ich denn mal? Nach dem Weg ganz weit runter. An dieser Stelle war es auch schon, aber... Okay, da ist auch näher einer. Es muss doch irgendeinen gescheiten Eingang dahin geben. Ich könnte mich natürlich auch einfach durchs... Ah, gehe ich erstmal hier hin. Und da sehe ich einen
Zombie, den seht ihr garantiert nicht. Jetzt seht ihr ihn. Und ein Creeper. So, zurück, damit er wieder nicht mehr explodiert. Was? Wie habe ich ihn nicht getroffen? Wow, shit. Shit. Uah. Wegen der Kante kam ich ja nicht mehr zurück. Glück gehabt. So, ich weiß noch nicht, wie lang die Folge wird. Na, vielleicht mache ich da wieder zwei längere Parts raus oder so. Werde die dann zeitlich versetzt irgendwann mal hochladen. Ja, ich brauche vor allem Eisen. Eisen hat... Meine Eisenvorräte haben gelitten. Ich brauche... Diamanten. Damit ich, endlich mal ein Portal machen kann, damit ich dort ein bisschen hier durchrennen kann. Und das soll ich hier finden. Irgendwie höre ich die schon wieder so nah. Abgesehen davon, dass alles voller Monster ist. Na, sonst scheint diese Ecke aber fertig zu sein und dann gehen wir mal hier runter. Das sieht sowieso viel größer und interessanter aus. Ja, hier findet man auch direkt Freunde. So, noch ein Licht. Ein Eisen. Wollt ihr mich denn verarschen? Der war falsch. Hier noch eins. Da scheint es reinzugehen. Zum Glück habe ich noch jede Menge... Oh, ich sehe Licht. Also Oberfläche. Und ich sehe jede Menge Sand. Okay. Sand ist interessant. Wie dumm hat sich das hier reingebohrt? Jetzt mal ernsthaft, das ist ja eine Wendeltreppe mäßig hier runter. Hör auf damit. Ja, Patch 1.4 hat nicht allzu viel verändert. Es gibt jetzt zähmbare Wölfe. Ich habe noch keinen gesehen. Ich werde in der Höhle auch vermutlich keinen sehen. Es gibt Cookies. Ich weiß das Rezept von denen noch nicht. Ich vermute irgendwas mit Milch. Und ja, ich habe auch hier auf diesem... So, erst Spitzhacke weg. Server, ja noch kein Cake, also Kuchen gebacken. Und Kuchen gehört eigentlich immer dazu. Ich mal gucken, wenn ich das mache. Ah, so viele Fackeln. So, und wo geht's hier hin? Es ist alles ziemlich nah an der Oberfläche vor allem. Es ist zwar irgendwie groß, aber es geht nicht tief. Das ist merkwürdig. Okay, Fackeln sind alle. Zeit, neue Fackeln zu machen. Zum Glück sind Fackeln so billig. Und Kohle findest du ja auf deinen Reisen immer genug. Döp, döp, döp. Döp, döp, döp. Ja, Steine brauche ich ja nicht wirklich mehr. Noch mehr als genug Baumaterial, um zwei Burgen zu beenden. Oh, da scheint ein Durchbruch zu sein. Ja. Okay, und eine Spinne habe ich gehört. Kein Problem. Sonst, Betten sind... Oh, shit. Betten sind ein neuer Spawnpunkt. Okay, und ich... Ja, auch noch ein Zombie. Ich gehe erstmal rein. So. Okay, hier wird's größer und ich habe gerade ein böses Geräusch gehört. Wow, da sind ein paar Pfeile über der Tür.
Okay, sonst sehe ich hier gerade aber erst noch keine Monster. Eine große Höhle. Da hinten sieht es ein bisschen aus wie Wasser, kann ich noch nicht richtig erkennen. Erstmal ordentlich ausleuchten, das Ganze. Gut, gehen wir erstmal weiter. Ja, Wasser. Mit ziemlich tiefem Fluss. Aber hier ist auf jeden Fall nicht die Spinne, die man die ganze Zeit gehört hat. Hier geht's hoch. Okay, Sand. Was ist das? Da ist Sandstein. Sandstein spawnt in der Natur? Interessant. Ja, Sandstein sind ja normalerweise vier Sandblöcke nebeneinander. Und ich wusste gar nicht, dass die in der Natur spawnen können. Oh shit. Das war knapp. Ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Ja, das ist Sand, das ist Sandstone. Okay, da oben ist Tag. Aber, ja. Gut, wieder was gelernt. Und an die Kohle komme ich da jetzt gerade eh nicht mehr ran. Nehmen wir erstmal die ganze Kohle hier. Wenn ich Kohle nicht wirklich so sehr brauche. Ja, Diamanten, das wäre was. Ein bisschen Lapislazuli wäre nicht schlecht, damit ich Sachen blau färben könnte, wenn ich es denn wollte. Vielleicht zur Zeit nicht gerade ein Bedürfnis nach, aber man weiß ja nie. Hier geht's weiter. Ich bin ein Bergmann. Lalala. Bergmann. Lalala. Gut. Irgendwie sind diese Eisenvorkommen so winzig alle. Und das erste, was ich hier jetzt mache, ja, nehmen wir Sand. Recht egal. Das Teil stopfen. Einfach damit ich leichter wieder zurückkomme und nicht die ganze Zeit von dieser Strömung beeinflusst werde. Finde ich immer anstrengend, wenn man sowas hier hat. Und dann für gar nichts. Was soll der Mist? Gut, diesen Höhlenausläufer. Ah, geschafft. Klar, ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Okay, ganz laut, ganz deutlich. Ich sehe euch. Hier unten muss doch auch diese Spinne sein, die ich jetzt seit Stunden höre. Okay. Wieder ein neuer Durchgang gefunden. Sehe aber nichts. Und es ist wieder nichts da. Und wo ist diese verdammte Spinne? Ich hasse sowas. Hier oben drauf ist auch nichts, wobei zwei Blöcke. Eisen, immerhin. Noch ein bisschen Kohle, aber dann ist das hier schon wieder alles vorbei. Aber ich kann ja versuchen, mich zu der Spinne durchzugraben, wenn ich sie finde. Okay, da oben ist hell. Ich bin mir nicht sicher, ob es Tageslicht oder Fackeln sind. Tageslicht. Gucken wir mal raus. Vor allem, da ist Eisen.
Very nice. Und war da noch Eisen? Nee, verguckt. Fackeln. Oh, hi Spinne. Du nervst mich so sehr, auch wenn Tag ist, ich mach dich fertig. Ja, beim Tag greifen sie einen ja normalerweise nicht an. Ah, Schafe. Gelbe Farbe, ich will rote Farbe, also Blumen. Damit ich die ro scharfe Rot färbe. Ich habe im Hinterkopf nämlich eine Idee. Da vorne bin ich, glaube ich, irgendwo reingegangen oder etwas weiter da. Ja, das hat man ja eben gesehen. Aber da ich keine finde, Autsch, muss ich euch halt so scheren. Sagt nicht, ihr habt's nicht gewollt. Ja, jetzt sehe ich da hinten eine rote Blume. Ist klar. Ist klar. Auf jeden Fall eine interessante Gegend hier, aber leider keine Wölfe. Wobei für Wölfe. Ich habe zwei Knochen. Man muss den Knochen vorwerfen, um sie zu zähmen. Und die irgendwie Anzahl ist, soweit ich weiß, zufallsbestimmt. Und ja, hier bin ich reingegangen und da hinten sieht man Kürbisse. Vielleicht habe ich gerade kein Interesse dran. Ich gehe mal kurz höher. Vielleicht sehe ich ja doch einen Wolf, weil, soweit ich weiß, in Tundra und Taiga spawnen sie. Also es gibt ja so verschiedene Klimazonen und das hier ist so ein, wo sie drin spawnen könnten. Mit Glück. Vielleicht. Ich sehe Kühe, ich sehe Kühe, ich sehe Schweine. Noch ein Schaf? Das Schaf ist rot. Es wird rot. Wieso bin ich eigentlich so voll? So, Schaf, wo bist du? Wo bist du? Komm her, Schaf. Mäh. Mäh. Mäh? Weiße Schafe im Schnee suchen macht keinen Spaß. Und Stein so weit hier oben. Ich hasse das. Das machen diese Schafe jedes Mal mit mir. Jetzt bist du da hinten? Ach, komm. Das ist doch unfair. Aber diesmal entkommst du mir nicht. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Rote Schaf. Und dann hast du mir trotzdem nur ein Wolle gegeben. Drecksvieh. Okay, da ist ein bisschen. Ah. Kohle brauche ich gerade nicht. Keine Lust unter Wasser dafür. Ah, so abzuernten. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Husky-Tier. Egal. Ah, gehen wir noch ein bisschen weiter. Allein schon, weil es aus der Ferne so cool aussah. Und ich sehe eine rote Blume. Ja, so weit ist es gekommen, dass ich rote Blumen sammle. Pelarion, das Blumenkind. Aber mit roten Wollblöcken kannst du schöne Sachen machen. Zum Beispiel einen Leuchtturm. Oder das, was ich auf dem anderen Server jetzt gebaut habe. Was ich hier vielleicht auch zeigen will, aber erstmal als Überraschung stehen lasse. Ui. Und dafür brauchen wir, oder ich, ganz viele rote Sachen. Also, ja, rote Sachen. Rote Blöcke und rote Blöcke sind halt Wolle und Wolle ist so schwer zu farmen. Es dauert immer ewig. Weil du halt einerseits Blumen brauchst, andererseits auch Schafe. Und Schafe ist das größere Problem. Aber ja, darum fange ich damit früh an. Da sind Schafe. Autsch, so war das doch gar nicht. Wieso finde ich eigentlich so wenig? Irgendwie findet man viel öfter gelbe Blumen. Und gelbe Farbe ist viel nutzloser als rote. Hep, hep, hep. Stimmt, aber es soll braune Schafe jetzt. Und pinke im
Habe ich aufgesammelt. Schon wieder nur eins. Und ich habe die rote Pflanze nicht aufgenommen, weil ich keinen Inventarplatz hatte. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Und einmal heilen. Und ja, das war jetzt wieder so ein Dreier. Ich fasse es nicht. Was eine Verschwendung. Ach ja, schöner Ausblick hier, aber ich sehe auch gerade keinen neuen Höhleneingang. Obwohl, hier vielleicht? Wasser, da hinten. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ups. Ich mag solche kleinen Grotten. Sehen immer cool aus. Und das ist auch ein nutzloses Teil. Ich will für die Nacht jetzt aber eigentlich noch gerne eine Höhle haben. Ich will nicht an der Oberfläche gegen die kämpfen. Noch ein bisschen Wasserpfützen. Da sehe ich schon den ersten Creeper. Wie da hinten noch Licht ist, das sieht mal cool aus. Ah, jetzt geht's vorbei. Gut, der Creeper ist auch nicht direkt hinter mir. Da oben. Das hilft ja alles nix. Wartet. So. Meine Lieblingstaktik. Löcher graben. So. Suche ich halt hier nach einem Teil oder ich harre einfach nur aus, weil ich dummerweise kein Bett, wie gesagt, mitgenommen habe. Obwohl, ein Bett könnte ich mir bauen. Das mache ich, glaube ich. Da könnt ihr noch. Okay. Nutzlos. So. Dich stellen wir jetzt dahin. Und wir brauchen 1, 2, 3 und ich habe sogar einen Schneeball mitgenommen. Und darunter 1, 2, 3 und ich habe ein Bett. Den Schneeball werfe ich. Aha. Es gibt nichts Schöneres als eine Schneeballschacht. Schacht. Schneebälle im Schacht. Jo, Nacht. Und ja, ich denke mal, das reicht auch für diese Folge. Minecraft vergeht die Zeit viel zu schnell. Nicht nur beim Let's Playen, das ist so ein generelles Problem, dass man, wenn man Minecraft macht, absolut nichts gebacken kommt. So ein verdammter Zeitfresser. So, das und das. Fackel weg. Gut, und da bin ich wieder oben. Mein Lieblingstrick. Oh, da ist sogar ein braunes Schaf. Seht ihr es? Stirb. Danke. Immer auch nur zwei Rows Red. Komm. Dich färbe ich rot. Braune Wolle habe ich glaube ich noch gar nicht, will ich mitnehmen. Interessant, gibt es ja auf jeden Fall erst seit diesem Patch und du wirst rot. Und gut, und da oben ist noch eins, aber da habe ich ja schon wieder keine Farbe. Es ist nervig. Ja, wie gesagt, ich denke mal, das reicht so langsam. Jui. Klettern wir noch mal kurz hier hoch und ja, Landschaft wie immer beeindruckend. Hey, da geht's ganz schön tief runter. Ziemlicher Canyon. Da oben sind rote Blumen, mache ich. Da hinten ist ein See. Auch nicht schlecht. Ich mag solche Berge. Da sind auch rote Blumen. Wolle kaufen Russe. Zwei, das ist ja ein richtiger Jackpot.
Ja, hier die Gegend gefällt mir. Aber ich denke mal, ich werde trotzdem Richtung nach Hause wandern. Allein schon, weil das Inventar recht voll ist. Und euch sehe ich dann beim nächsten Mal, denke ich. Ja, einfach nur ganz lang in die Richtung werde ich jetzt gehen. Auf dem Weg gibt es auch nichts Spannendes, so dass ich da einen Abstecher zu den roten Blumen machen werde. Auf jeden Fall, macht's gut und man sieht sich beim nächsten Mal.